achtsames Hören, die Achtsamkeit, die wir zuerst in der Meditationshaltung wecken, kann auf ganz unterschiedliche Bereiche ausgedehnt werden, ausgerichtet werden zunächst und dann in diese Bereiche hinein, ja, irgendwie wirken. Wir werden in der ersten Hälfte der Morgenmeditation erstmal überhaupt eine Haltung suchen und vielleicht finden, die uns hilft, Achtsamkeit in uns zu wecken. Und darunter verstehen wir dieses Präsentwerden, geistesgegenwärtig sein und aus dieser Geistesgegenwart heraus unsere Sinne, in dem Fall jetzt den Hörsinn anzuschauen. Anzuschauen, das klingt optisch, also akustisch anzuschauen, in das Hören hinein zu lauschen. Der Hörsinn ist ein besonderer Sinn unter unseren Fünfen. Wir haben auch noch ein Geistbewusstsein, das ja hinter allen Sinnen steht. Denn von dem Hörsinn wird gesagt, dass er sogar den Tod überdauert und wirklich ohne den Körper da ist. Die Welt hört, die Welt ist Klang, wie Joachim Ernst Behrendt schon vor Jahrzehnten sagte oder schöne Radioserie daraus machte. Welt ist Klang, deswegen gibt es Musik, deswegen gibt es diese genialen Menschen wie die großen Komponisten, die hören Musik aus dem Raum des Geistes. Ja, wir hören jetzt erstmal keine Musik. Ich habe sogar die Idee, am Schluss ein paar Töne einzublenden. Ich weiß nicht, ob es klappt. Jetzt sind wir gerade noch mal mehr geworden. Jetzt fangen wir auch an. Was wir hören, sind drei Töne von der Klangschale. Und bitte sind wir dabei schon mal ganz Ohr. Finden wir in eine geeignete Meditationskörperhaltung ganz hinein, um innezuhalten, um jede Aktivität von uns abfallen, aus uns entweichen zu lassen. Deswegen betonen wir hier immer, dass wir nach unten hin geerdet sind, der Körper fest auf der Matte, dem Stuhl, dem Kissen sitzt, auf dem wir uns eingefunden haben. Lassen wir den Körper so still werden, wie der Boden unter uns. Schlagen Wurzeln, bleiben hier, kommen ganz hier an, wo wir sind. Der Oberkörper aufgerichtet, recht vertikal, wenn es geht. Sonst so gut es geht, wenn wir eine Rückenstütze benötigen. Wenn wir Kraft genug im Körper spüren, dann ohne uns anzulehnen. So als würde eine vertikale Achse im Oberkörper stehen, die den Körper trägt.
vom Beckenboden bis hinauf zum Scheitel. Das darf wecken und munter machen. Braucht ein wenig Energie. Vielleicht können wir uns eine aufsteigende irgendwie Energie vorstellen, die uns weckt. Den Körper hält und trägt. Wecken wir dabei schon mal alle Sinnestore, vor allem den Hörsinn. Hören, was jetzt zu hören ist. Dann entspannen wir auch, wenn es noch irgendwo Spannungen gibt, die jetzt auffallen oder sogar Schmerzen. Platzieren wir so etwas wie einen Achtsamkeitsgeist gerade hier, genau in der Gegenwart. Beginnen wir interessiert daran zu sein, was jetzt wahrnehmbar ist, spürbar ist und in unserem besonderen Bereich heute hörbar ist. Wir können eigentlich immer nur hören, was gerade jetzt zu hören ist, ist aber immer was zu hören. Selbst wenn es recht still ist. Die Achtsamkeit kann eigentlich immer nur in Bezug, also wie synchron mit etwas kultiviert werden. Achtsamkeit auf oder Achtsamkeit in Bezug auf oder mit etwas. Wobei sie selbst ist auch wie eine geistige Qualität. Mehr oder weniger klar sein. Wach sein, genau sein. Meistens üben wir ja Achtsamkeit auf den Atem. Das ist sowas wie der Goldstandard der Übung. Das können wir auch jetzt etwas tun. Das ankert, das verbindet Körper und Geist. Sitzen wir erstmal ein paar Momente still. Einfach nur so da sitzen, atmen und allmählich mehr und mehr ins Hören hinein. Hören.
der Körper recht still, der Geist recht gegenwärtig, möglichst munter und wach, wie neugierig, interessiert, was jetzt da ist. Und dann ins Hören besonders hineinhören. Vermutlich sitzen wir an einem recht ruhigen Ort. Wir haben uns eigens eingerichtet, um eine Meditationssitzung durchführen zu können. Es gibt diese Stimme hier und vielleicht ein paar Geräusche. All dies taucht momenthaft in der Gegenwart auf. Und ist jetzt in dem Fall gar keine Ablenkung, sondern eben genau das, was zu hören ist. Wobei es gar nicht mal um diese Stimme hier geht, sondern vielleicht eher um die kleinen Geräusche oder irgendwelche Töne, die aus der Stille in unserer Nähe auftreten.
Auch jetzt werden wahrscheinlich wie bei allen Meditationen früher oder später wieder Nebengedanken auftreten. Und dann kehren wir einfach zurück in das Hören und hören erneut in das, was zu hören ist, hinein. Wenn es Gedanken gibt, die sich direkt und sehr schnell und unmittelbar auf das, was wir gerade hören, beziehen, ist das keine Ablenkung, sondern so etwas wie das Echo oder die Resonanz des Geistbewusstseins hinter dem Hörbewusstsein. Also wir hören vielleicht ein Ticken und wissen, da ist ein Ticken. Das ist wahr. Aber ein Gedanke wie, das tickt ja so wie irgendwann mal vor 100 Jahren, irgendwo, dann ist das mehr als nur hören im Augenblick. Und nicht wirklich jetzt hier. Wir hören wieder drei Töne von der Klangschale. In der Thich Nhat Hanh-Gemeinschaft wird manchmal vor dem Hören der Klangschale so etwas gesagt wie hört zu, dieser Klang der Glocke bringt dich zurück ganz in den gegenwärtigen Augenblick. Das war jetzt aber nicht das Ende der Sitzung, sondern nur die Mitte. Bei Bedarf etwas lockern.
Nach buddhistischer Philosophie oder Phänomenologie besteht das Hören aus drei Teilen. Da ist das Ohr als Sinnesorgan. Da sind dann natürlich die hörbaren Dinge. Und dann gibt es das Hörbewusstsein hinter dem Ohr und den Dingen. Und wir hören nicht durch das Ohr allein, sondern durch das Hörbewusstsein. Und das ist verbunden mit dem Geistbewusstsein, in dem allerlei Eindrücke aus vielen Existenzen gespeichert sind. Ja, das heißt, wie gesagt, das Hörbewusstsein überdauert auch den Tod. Das tibetische Totenbuch heißt Befreiung durch Hören im tibetischen Titel. Demnach hört ein Geistesstrom auch ohne Körper. Ja, also es lohnt sich, auf das Hörbewusstsein zu achten, das Hörbewusstsein zu aktivieren. Das ist im Grunde, was wir tun, wenn wir die Achtsamkeit darauf ausrichten. Zweiter Teil, nochmal ein Ton von der Klangschale. Halten wir wieder den Körper physisch still, so gut es geht, um sozusagen die Achtsamkeit zu wecken und das Hörbewusstsein freizulegen. Wenn nichts mehr geschieht, wenn wir nirgendwo hinwollen oder ja, nicht irgendwie mit irgendwas anderem beschäftigt sind, dann kann zum Beispiel das Hörbewusstsein deutlicher hervortreten. Geht die Achtsamkeit wieder ganz in die Ohren. Sind wir wieder ganz Ohr. Vielleicht können wir uns vorstellen, wir hätten Hasenohren, die wir aufstellen, so ganz große Ohren oder sogar Elefantenohren. Das Trommelfell sei wirklich so groß wie eine Trommel. Machen heutzutage viel mit Mikrofonen und so etwas. Das geht immer alles ums Hören. Auch mit unseren Computern hier. Richtige Einstellung, Hörtest, Audiotest. Lautstärke.
Es braucht immer ein Geistbewusstsein, das hört, sonst nutzt die ganze Technik nichts. Wir werden gleich im Hintergrund die 8 Uhr Glocken läuten in Bonn. Vielleicht schalte ich die heute mal nicht aus und nutzen wir sie ruhig mal, um uns auch von Ihnen in die Gegenwart läuten zu lassen. Beziehen wir sie ein in das Hörbewusstsein unserer Achtsamkeitspraxis. Als ihr diese Hintergeräusche der Glocken hier hört, schalt sie gleich aus. Lasst uns ein paar Minuten wirklich in die Stille hineinhören. Mehr in die Stille als in das, was aus ihr auftaucht. Selbst wenn wir bei uns jetzt noch ein paar Nebengeräusche haben. Sie tauchen ja aus dem Stillsein auf. Und wir können auch in diese Lücken zwischen den Tönen hineinhören. Es hat dann vermutlich auch eine Shamatha-Wirkung, dass der Geist hier wirklich zur Ruhe kommt, mehr zur Ruhe kommt, wenn wir in die Stille hineinhören.
Wir nähern uns dem Ende unserer Achtsamkeitsmeditation auf das Hören. Vielleicht können wir uns vornehmen, auch über die Zeit dieser Meditationssitzung hinaus, immer wieder mal an diesem Tag oder wann auch immer, mehr auf das Hören zu achten, sowohl um es zu genießen, vielleicht gibt es wirklich Stille zu hören oder Naturgeräusche oder Musik. Die Stimmen der anderen, wir üben uns vielleicht in gutem Zuhören, was andere sagen. Versuchen zu verstehen, was sie meinen, wie es ihnen geht. Wir können das Hören auch Mitgefühl gewinnen, Empathie. Wir hören uns selber besser zu, was in uns sich rührt, innere Stimmen. Versuchen zu hören, was wir wirklich brauchen, auf sich selber hören. Entscheiden uns vielleicht, auf manches nicht zu hören, uns nicht beeinflussen zu lassen von manchen Dingen, die andere sagen. Und wir merken, das finden wir nicht wahr, das finden wir nicht richtig. Also das Hören spielt eigentlich jeden Moment eine Rolle. Jetzt haben wir es quasi in Reinform geübt und können uns wünschen, diese Praxis auszudehnen und in unserem Leben zu pflegen.